Denn wir sind bereit, am ehesten denjenigen Schöpfung, egal ob Subjekt oder Objekt, Rechte zu gewähren, die wir uns selbst am ähnlichsten wähnen. Kurzes Beispiel. Angenommen, ich würde dich an einen Stuhl fesseln, dir den Mund zukleben und vor dir deinen eigenen Toaster aufbauen. Und dann würde ich eine Baseballkeule nehmen und damit drohen, diesen Toaster kurz und klein zu schlagen, wenn du mir gleich nicht dein Passwort für dein Bankkonto verrätst. Und ich nehme mal an, du würdest dich über mich kaputt lachen. Angenommen aber, ich würde dasselbe mit diesem kleinen Kerl hier tun, der dich dann aus seinen traurigen Augen ansieht. Und ich nehme den Baseballschläger und hau ihm das erste Auge aus. Wärst du dann bereit, ein bisschen zu kooperieren? Vielleicht schon eher. Aber warum? Er ist doch nur genauso eine Maschine wie dein Toaster. Was ist also der Unterschied?